Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 53. Antrag der Fraktion der FDP. Aktuelle Stunde Durchsuchungen bei Osmanen Germania sind ein erster Schritt. Die Landesregierung muss offen gegen Einflussnahme aus dem Ausland vorgehen. 1981 beginnt der Kollege Wolfgang Greilich, FDP. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei einer bundesweiten Razzia gegen die Rockergruppe Osmanen Germania wurden am Dienstagmorgen vergangener Woche auch Räume in Hessen durchsucht, und zwar 10 Objekte in West-, Süd- und Südosthessen. Rund 120 Polizisten, darunter auch Spezialkräfte, waren nach Angaben von Innenminister Peter Beuth in Hessen beteiligt. Nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums steht die Rockergruppe in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP und zum Umfeld des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Danach vertritt die Gruppierung türkisch-nationalistische und rechtsextremistische Positionen. Wir haben das zum Anlass dieser Aktuellen Stunde genommen und den Titel gewählt: Durchsuchungen bei Osmanen Germania sind ein erster Schritt. Die Landesregierung muss offen gegen Einflussnahme aus dem Ausland vorgehen. Zu diesem Fragenkomplex hatten wir den hessischen Innenminister befragt. Die Antwort des Innenministers kam wenige Tage vor der Razzia. Sie trägt die Drucksachennummer 19-5783. Wir haben unter anderem gefragt, ob der Landesregierung Informationen über ein Netzwerk vorliegen, dem neben UETD und den offensichtlich als gefährlich eingeschätzten Osmanen Germania auch die türkische Regierungspartei AKP, der türkische Geheimdienst MIT, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş, Salafisten und Islamisten angehören sollen. Der Minister hat dazu geantwortet, dass es zwar Hinweise auf konspirative Treffen zwischen Mitarbeitern des türkischen Geheimdienstes MIT und hochrangigen Mitgliedern der Gruppierung Osmanen Germania BC gegeben habe. Ein diesbezügliches Ermittlungsverfahren sei aber in der Zwischenzeit eingestellt worden. Herr Minister, die Antwort verwundert mich. Wie wir aus ganz offenen Quellen, nämlich Zeitungs- und Fernsehberichten, wissen, ist das ganz anders. Schon im April 2016 flog der Weltpräsident der Osmanen, Mehmet Bakci, in die Türkei, um, wie es heißt, den türkischen Staat um finanzielle Hilfe zu bitten. Nach den gleichen Berichten brüstete er sich in einem Telefonat am 27. April 2016 seiner, wie wörtlich zitiert wird, sehr guten Kontakte zum türkischen Geheimdienst MIT und kündigte an, das PKK-Ding in Stuttgart zu regeln. Dabei ging es um die Demo am 10. April 2016 in Stuttgart mit einem stundenlangen Kampf zwischen Kurden und Türken mit mehr als 50 verletzten Beamten. In einem Telefonat vom 1. Juni 2016 wird berichtet, dass sich eben dieser Bakci mit Metin Kühling, einem AKP-Abgeordneten, dem Beauftragten für im Ausland lebende Türken, getroffen und Geld erhalten hat. Genauso war in den Zeitungen zu lesen, dass Bakci und seine Osmanen in Kutten zur Kundgebung vor dem Brandenburger Tor zogen und dafür, wie es heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Briefumschläge mit Geld erhielten. Ich könnte das fortsetzen, wie Sie wissen, Herr Innenminister, aber ich will noch einen anderen Punkt ansprechen. Auf unsere Frage 10 antworteten Sie, Erkenntnisse, dass der Osmanen Germania BC mithilfe eines Netzwerks von Mitarbeitern des MIT und Politikern der AKP mit Schusswaffen versorgt werden sollte, liege nicht vor. Aus Zeitungsberichten wissen wir, dass Ermittler schon im April 2016 notierten, dass die Osmanen über Yilmaz İlkay Arin, den früheren Vorsitzenden des größten UETD-Verbandes Rhein-Neckar, und den bereits genannten AKP-Abgeordneten Kühling 20.000 € erhielten, um dafür Schusswaffen zu kaufen. Folgerichtig und zum Glück fing die hessische Polizei kurz danach einen Waffentransport ab und beschlagnahmte eine Maschinenpistole vom Typ Scorpion. Nach dem Ergebnis dieser Ermittlungen wurde der Kreis zwischen AKP, UETD, Osmanen und MIT geschlossen. Herr Minister, Ihre Antwort auf unsere Fragen ist demnach vorsichtig ausgedrückt allenfalls nah an der Wahrheit, aber nicht wahr im Sinne von vollständig. Sie verdecken mit dieser Antwort, die sich auch bei den hessischen Sicherheitsbehörden aufdrängende Vermutung, dass insbesondere von bundesweit zuständigen zentralen Stellen versucht wird,
die tatsächlich bestehenden Verquickungen aus nur zu vermutenden Gründen aus der öffentlichen Wahrnehmung herauszuhalten. Und diese Verhaltensweisen können von Ihnen, Herr Minister, Sie können von Hessen und Sie können im Übrigen auch von Deutschland nicht akzeptiert werden. Lassen Sie mich zum Schluss einige Sätze aus den Stuttgarter Nachrichten vom 14. Dezember 2017 notieren. Es heißt dort, von den Bundesbehörden kam nichts, was wir nicht schon selbst wussten. Das war wie im Fall von Anis Amri. Richtig redet keiner mit keinem. Informationen werden gerade von den Bundesbehörden abgeschöpft und gehortet, sagt ein Teilnehmer aus Hessen an einem Treffen. Und, meine Damen und Herren, und damit komme ich zum Schluss, Sie wissen, Herr Minister, aus einem internen Papier des LKA Hessen, dass genau diese Einschätzung zutrifft und dass Ihre Mitarbeiter deshalb von weiteren Treffen in diesem Kreis abreden. Herr Minister, ich fordere Sie deshalb auf, korrigieren und vervollständigen Sie unverzüglich Ihre Antwort auf unsere Anfragen. Legen Sie hier und heute die Karten auf den Tisch. Vielen Dank, Kollege Greilich. – Das Wort hat der Abg. Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um es deutlich zu sagen, in Hessen herrscht Null Toleranz für Rockerkriminalität, Null Toleranz für organisierte Kriminalität und auch Null Toleranz für das Austragen innertürkischer Konflikte auf deutschem Boden. Die Sicherheitsbehörden in Hessen und darüber hinaus üben Druck auf die Osmanen aus. Das wird und wird deutlich. Der Kollege Greilich hat ja schon erläutert, was alles schon passiert ist. Und sie haben nach meiner Einschätzung und nach Presseverlautbarungen ihre große Zeit auch schon hinter sich. Alle rechtlichen Möglichkeiten des Polizeirechts, des Strafrechts und auch des Vereinsrechts werden ausgeschöpft. Wir werden klarmachen und nicht nachlassen, dass in Deutschland das Gewaltmonopol beim Staat liegt und dass rechtsfreie Räume nicht geduldet werden, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Greilich, ich komme nicht umhin festzustellen, dass Sie versuchen, eine Suppe zu rühren, die ein Stück weit auch dann geschmacklos wird, weil Sie vermischen Unterstellungen, dass nicht wahrheitsgemäß auf eine Kleine Anfrage geantwortet ist, mit entsprechenden anderen Sachverhalten aus noch laufenden staatsanwaltlichen Verfahren. Und da wird schon deutlich, dass das eigentliche Problem an den 5% liegt. Ich will es einmal deutlich machen. Wären Sie eine größere Fraktion, dann hätten Sie einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission und könnten entsprechende Informationen über das, was die Sicherheitsbehörden in Hessen leisten und wie der aktuelle Verfahrensstand ist. Das ist ein Kommunikationsproblem, dass Sie hier im Nebel stochern und von der Sache eigentlich keine Ahnung haben, über die heute debattiert wird. Sie können doch als Anwalt nicht ernsthaft erwarten, dass aus einer Kleinen Anfrage Internas aus staatsanwaltlichen Ermittlungen offenbart werden. Das ist Ihnen doch als Jurist und als Anwalt sicherlich eine Selbstverständlichkeit. Sie wissen doch selbst, dass die entsprechenden Beobachtungsobjekte vom Verfassungsschutz längst auf der Tagesordnung sind, dass Hessen hier aktiv ist, dass unser Verfassungsschutz mittlerweile bestens aufgestellt ist, um sowohl in diesem organisierten Kriminalitätsbereich auch Erkundungen und Erfahrungen zu sammeln, die dazu führen, dass der Druck auf diese Gruppierung sich in den letzten Jahren massiv erhöht hat. Meine Damen und Herren, das ist kein Boxerclub. Sie üben diesen Sport nicht aus. Das ist auch kein Bikerclub. Die wenigsten davon fahren Motorräder. Das Bundesinnenministerium sagt, der Zweck dieses Vereins sei, Zitat, gewalttätige Gebiets- und Machtentfaltung sowie die Selbstbehauptung über konkurrierenden rockerähnlichen Gruppierungen. Auf der Tagesseite vermeintlich Türstehermilieu, Ordnerszene. Auf der Nachtseite wird deutlich, dass bundesweit gegen Mitglieder der Osmanen wegen Zwangsprostitution, Zuhälterei, räuberischer Erpressung, versuchtem Mord, versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Wir haben diese Gruppierung also längst fest im Visier, und der Rechtsstaat ist auch hier wachsam. Und Sie haben recht, Herr Kollege Greilich, dass auch in Hessen Objekte untersucht und durchsucht worden sind, und zwar auf Grundlage einer Aktion des Bundesinnenministeriums im Rahmen eines vereinsrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Und Ziele war es, die Machenschaften weiter aufzuhellen und weiteres Beweismaterial für ein erfolgreiches Verbot zu erlangen, das unter keinen Umständen sabotiert oder gefährdet werden kann durch die entsprechende Veröffentlichung von internen Informationen. Und, meine Damen und Herren, es ist ein klares Signal, das von diesen und anderen Aktionen der Vergangenheit ausgeht. Wir dulden keine rechtsfreien Räume und werden alle Mittel nutzen, um kriminelle Rockergruppierungen aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.
In Hessen haben doch diese Bemühungen deutlich dazu geführt, dass diese Gruppe fast verschwindend gering geworden ist. Wenn ich die entsprechenden Verlautbarungen der Presse kurz in der FNP war vor wenigen Tagen ein Artikel noch einmal zu Rate ziehen darf, dann heißt es hier, in Hessen ist es seither ruhiger um die Gruppierung geworden. Mittlerweile liegt sie im zweistelligen Bereich, die Mitgliederzahl. Das ist also in der Tat ein Erfolg der hessischen repressiven Politik, dass mit Kontrolldruck und Razzien diese Gruppierung kleiner gemacht worden ist. Und wir machen das sowohl bei den Osmanen, wie bei den Hells Angels, wie bei den Bandidos. Da gibt es keine Scheuklappen. Wir gehen gegen Kriminalität jedweder Art konsequent vor und fort, meine Damen und Herren. Und natürlich gibt es Vermutungen, dass es Hinweise gibt, dass die Verbindungen zur Gruppierung der Union türkischer Demokraten geknüpft werden. Das ist in der Tat auch nachzulesen. Offensichtlich gibt es enge Verbindungen zur derzeitigen türkischen Regierung. Der Chefberater von Präsident Erdogan hat diese Gruppierung im Präsidialamt empfangen. Es gibt Personenschützer, die bei der AKP Personen geschützt haben, Abgeordnete. Es gibt schon lange die Vermutung, dass diese Osmanen Erdogan-Kritiker und Anhänger der Gülen-Bewegung einschüchtern. Und mit Kurden kommt es regelmäßig auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das alles ist bekannt. Und deshalb gibt es keinen Anlass, zu unterstellen, Hessen sei nicht wachsam genug. Wir machen das ganz konsequent mit allen Sicherheitsorganen, die zur Verfügung stehen, im Polizeirecht, aber eben auch mit einem gestärkten Verfassungsschutz, der mittlerweile personell gestärkt ist, inhaltlich gut aufgestellt ist und auch die rechtlichen Mittel hat, um im Vorfeld solche Organisationen zu beobachten und Gefahrenpotenziale zu erkunden, damit die polizeilichen Maßnahmen auch greifen und wir zu einem sicheren, rechtssicheren Verbot dieser Gruppierung kommen. Wir dulden keine Kriminalität, egal jedweder Form, ob rechts, links, islamistisch. Ich komme zurück zu meinem Ausgangssatz. Meine Damen und Herren, wir müssen uns doch einig sein. Es gibt null Toleranz gegen Rockerkriminalität. Null Toleranz gegen organisierte Kriminalität, und es gibt, das ist entscheidend, keine Toleranz für das Austragen innertürkischer Konflikte auf deutschem Boden. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. – Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist breit und öffentlich darüber berichtet worden, dass die Polizeien mehrerer Länder in einer konzertierten Aktion gegen die Organisation Osmanen Germania vorgegangen ist. Einer der Schwerpunkte dabei war Hessen. Wie der Presse zu entnehmen war, sind hier 10 Objekte durchsucht worden. Ich will eingangs ganz klar sagen, das Vorgehen der Polizei gegen die Organisation Osmanen Germania Hessen ist meines Erachtens ein starkes Signal der hessischen Polizei und des hessischen Innenministeriums. Das Vorgehen signalisiert ganz deutlich, dass wir keine rechtsfreien Räume in unserem Land wollen und dass wir die Mittel des Rechtsstaats vorbehaltlos dafür einsetzen werden, kriminell tätige Rockergruppierungen in die Schranken zu verweisen. Ich hätte mir bis heute Morgen nicht vorstellen können, dass dieses Vorgehen etwas sein sollte, was in diesem Parlament streitig gestellt werden sollte. Wie zudem der öffentlichen Berichterstattung zu entnehmen war, handelt es sich bei den in Rede stehenden Organisationen keinesfalls um harmlose Boxclubs. Vielmehr ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Delikten wie Körperverletzungen, versuchten Tötungen, bei Streitigkeiten mit anderen Rockergruppierungen gekommen. Und es ist von daher mit keiner Silbe zu kritisieren, dass die Polizei hier konzertiert vorgeht. Es ist ferner auch kein Geheimnis, dass die in Rede stehende Gruppe enge Kontakte zu türkischen Nationalisten unterhält. Es ist weiter kein Geheimnis, es ist in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abg. Greilich vom 14.12. letzten Jahres, Drucksache 19-5783, auch darauf hingewiesen worden, dass beispielsweise dort aus diesem Kreis Personenschützer für einen Abgeordneten AKP auf einer Veranstaltung der UETD fungiert hat. Von daher glaube ich nicht, dass es zutreffend ist, was die FDP hier versucht darzustellen, dass hier irgendetwas versucht würde, unter den Teppich zu kehren. Und es ist auch völlig richtig, dass der Osmanen Germania PC ein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes ist. Und der Verfassungsschutz ist auch zuständig per Gesetz und auch angehalten, die Einflussnahme, wenn
sie denn geplant oder durchgeführt werden sollte, bei uns zu unterbinden. Eine Einmischung anderer Staaten, und das gilt auch insbesondere gegenüber dem Erdogan-Regime, ist mit allen Mitteln zu unterbinden. Die FDP hat nun im Titel ihrer Aktuellen Stunde gleich zwei Unterstellungen untergebracht, die meines Erachtens völlig daneben liegen. Mit der Formulierung „erster Schritt" versuchen Sie, den Eindruck zu erwecken, als habe der Rechtsstaat bislang nichts gegen diese Gruppe unternommen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich finde es äußerst verwerflich, dass die FDP versucht, den Bürgerinnen und Bürgern hier vorzumachen, man habe Vorgänge ignoriert. Mit der Aufforderung, Regierung muss offen gegen Einflussnahme aus dem Ausland vornehmen, wird andererseits suggeriert, wir hätten Nachhilfebedarf, uns gegen Einflussnahme aus dem Ausland zu wehren. Ich kann Ihnen da auch ganz klar sagen, da brauchen wir keine Nachhilfe von Ihnen. Und auch dieser zweite Vorwurf, dass wir etwas verheimlichten, trete ich entschieden entgegen. Sie haben doch selbst aus öffentlichen Berichterstattungen zitiert, aus die im Wesentlichen auch aus Mitteilungen der staatlichen Stellen entstanden sind. Von daher ist der Vorwurf, den Sie hier geäußert haben, mit nichts zu belegen. Vor allen Dingen möchte ich dem entgegenstehen, was Sie hier nur sehr undeutlich formuliert haben. Sie haben dort gesagt, aus Gründen, die Sie hier nicht näher ausbreiten wollten, würde versucht, hier etwas nicht klar auf den Tisch zu legen. Ich will Ihnen ganz klar sagen, diese Vorwürfe sind mit nicht zu belegen. Sparen Sie uns bitte diese Versuche, diese Unterstellungsversuche, diese Versuche, hier das Wirken unserer staatlichen Stellen zu diskreditieren. Loben Sie lieber mit uns das entschiedene Vorgehen der Polizei und des Innenministeriums, die Klarstellung für die Durchsetzung des Rechts bezogen haben. Wir jedenfalls begrüßen das klare Signal unseres Rechtsstaats sowohl gegen kriminelle Machenschaften als auch gegen den jeglichen Versuch politischer Einflussnahme aller ausländischer Staaten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Meine Damen und Herren, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Kollege Schaus, bitte. Tja, so ist es, wenn es schneit. Ja. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jede Fraktion ist für das Thema und den Titel ihrer Aktuellen Stunde selbstverantwortlich. Aber was die FDP mit dem heutigen Thema will, ist mir immer noch schleierhaft. Was ist geschehen? Die Polizei geht bundesweit gegen türkische Rockerclubs vor. In drei Bundesländern werden Wohnungen, Gefängniszellen und Büros der sogenannten Osmanen Germania durchsucht. Es sind unverkennbar schwere Jungs, und es braucht Spezialkräfte. Schwere Jungs heißt, es geht um Vorwürfe wegen Drogenhandel, Prostitution, Schutzgelderpressung, Körperverletzung und versuchte Tötungsdelikte. Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass der Staat hier nicht mit deutlicher und notwendiger Härte vorgehen würde. Im Gegenteil. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat 2017 die Führungs- und Organisationsstruktur der Osman Germania BC mit einer ganzen Reihe von Ermittlungsverfahren und Verhaftungen weitestgehend zerschlagen. Der aktuelle Anführer kam ins Gefängnis. Der ehemalige Anführer der Osmanen ist im Februar bei einem Sondereinsatz der Polizei in Wuppertal ums Leben gekommen. Weil er anscheinend unbewaffnet war, laufen nun Ermittlungen innerhalb der Polizei. Es gibt also eine Vielzahl von Maßnahmen, die man auch der Presse entnehmen kann. Deshalb sage ich, das ist jetzt Aufgabe der Staatsanwaltschaften und der Polizei und gehört nicht in den Landtag. Ich will aber auch sagen, Herr Bauer, an Ihre Adresse, mit Andeutungen aus der PKV, die niemand nachvollziehen kann, und einem Hinweis darauf, dass die FDP und DIE LINKE
ja nicht diesem Gremium angehört, was Sie ja noch nicht einmal im neuen Verfassungsschutzgesetz sozusagen ändern wollen, ist es nicht getan. Ist es nicht getan. Das ist unseriös und nicht in Ordnung. Auch wenn es sich, meine Damen und Herren, bei den Osmanen Germania nicht nur um schwere Jungs, sondern auch um türkische Nationalisten handelt, die sich hinter dem türkischen Präsidenten Erdogan versammeln, sei seine Verhaftungswellen und Unterdrückung der Bevölkerung und vor allem seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien unterstützen, bleibt es bei meiner Auffassung. Aber der Slogan der FDP, ja schon zitiert, Durchsuchungen bei Osmanen Germania sind ein erster Schritt, kann ich nur so verstehen, dass hier wieder einmal, Herr Greilich, wieder einmal in AfD-Manier Ängste geschürt werden sollen. Lassen Sie das doch einfach sein. Wenn man bundesweit und wiederholt scharf gegen diesen Rockerclub vorgeht, der aktuelle Anführer im Gefängnis sitzt, dann haben staatliche Behörden die Situation doch unter Kontrolle. Was also ist Ihre Forderung? Und da habe ich genau zugehört. Ihre Forderung war, und Sie haben es ja am Schluss formuliert, Ihre kleine Anfrage zu korrigieren und zu vervollständigen. Das ist wirklich ein bisschen wenig für eine Aktuelle Stunde, finde ich. Und das bestätigt meine Auffassung, was Sie hier betreiben. Es geht ja doch hier meines Wissens um 300 türkische Nationalisten. Soll es jetzt überall nach Ihrer Meinung bei Erdogan unterstützen, polizeiliche Maßnahmen geben? Das können Sie doch rechtsstaatlich wirklich nicht ernsthaft meinen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe wieder keine Wortmeldung. Dann ist das beendet. Ja. Willst du? Dann darf der Minister. Ja, meine Damen und Herren, ich kann nur aufrufen, wenn eine Wortmeldung da ist. Der Minister hat das Wort. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass wir hier in den Aktuellen Stunden nur mehr so miteinander umgehen. Aber das müssen die Sozialdemokraten, die immer nach Respekt rufen, dann mit sich selbst ausmachen, meine Damen und Herren. Wir haben, meine Damen und Herren, keinen Nachholbedarf, was das Thema Türkei angeht. Wir haben keinen Nachholbedarf, was die Entschiedenheit und die Konsequenz gegenüber Rockern und im Allgemeinen und Osmanen im Besonderen angeht. Meine Damen und Herren, wir haben klar formuliert, bereits im März des Jahres 2017, wir werden Spionage des türkischen Geheimdienstes gegen Deutschland in Hessen nicht akzeptieren. Unser Landesamt für Verfassungsschutz wird verschärft mit nachrichtendienstlichen Mitteln dagegen aufklären. Unsere Sicherheitsbehörden werden strafbarem Verhalten der Türkei auf deutschem Boden konsequent begegnen. Meine Damen und Herren, klarer kann man sich zum Thema Türkei nicht äußern, wie ich meine. Meine Damen und Herren, die hessische Polizei hat von Anfang an eine konsequent repressive und gefahrenabwehrende Strategie gegenüber der rockerähnlichen Gruppierung Osmanen Germania BC verfolgt. So wurden in den zurückliegenden Jahren seit November 2015 rund 80 Ermittlungsverfahren angestrengt und ca. 200 Gefahrensachverhalte bearbeitet. Der hessischen Polizei ist es mit diesem konsequenten Vorgehen gelungen, die rockerähnliche Gruppierung Osmanen Germania in Hessen merklich zurückzudrängen. Meine Damen und Herren, auch bei den gefahrenabwehrenden und repressiven Maßnahmen gegenüber den Rockern gibt es keinen Nachholbedarf unserer Sicherheitsbehörden. Am 13. März nun wurden 10 Objekte der Osmanen Germania durchsucht. Und das ist hier richtig dargestellt worden, auf ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren des Bundesministeriums des Innern zurück. Ziel der Durchsuchung war es, die Machenschaften der Osmanen Germania weiter aufzuhellen und weiteres Beweismaterial für ein erfolgreiches Verbot zutage zu fördern. Ich möchte hier ausdrücklich noch einmal betonen, dass das Bundesinnenministerium dieses vereinsrechtliche Ermittlungsverfahren auf Initiative des Landes Hessen, Herr Kollege Greilich, auf Initiative des Landes Hessen überhaupt erst eingeleitet hat und deswegen auch hier keinen Nachholbedarf. Meine Damen und Herren, wir haben darüber hinaus
Ferner, die bereits in der Antwort zur Kleinen Anfrage des Abg. Greilich ist es erwähnt, bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt zwei Verfahren gegen Mitglieder der Osmanen Germania geführt, bei denen Verbindungen der Gruppierung zur Union europäisch-türkischer Demokraten verfahrensgegenständlich sind. Im Zuge der Ermittlungen hat sich eine Politisierung der Osmanen Germania gezeigt, die nach dem bisherigen Stand insbesondere auf den Kontaktaufbau zu türkischen Funktionären der AKP zurückzuführen ist. Was Sie nun aber, Herr Greilich, in Ihrer Kleinen Anfrage wissen wollten, betrifft die Frage, ob es Hinweise gibt, dass die Osmanen von anderen Vereinigungen wie der Union europäisch-türkischer Demokraten gesteuert werden. Und diese Fragen hat die Landesregierung wahrheitsgemäß nach ihrem Kenntnisstand beantwortet. Ja, es gibt Verbindungen zur UETD. Ja, dabei haben offenbar auch türkische Funktionäre der AKP, der regierenden Partei in der Türkei, eine Rolle gespielt. Dass die Landesregierung aufgrund solch einer Kleinen Anfrage aber nicht Ermittlungsakten laufender Verfahren zitiert oder gar gegebenenfalls vorhandene Überwachungsprotokolle Kleinen Anfragen anheftet, das sollte Ihnen als Mitglied des Hessischen Landtages durchaus bekannt und geläufig sein. Wir können so einen Gefahren, wir können so ein Verfahren nicht gefährden, wir dürfen es nicht, und, meine Damen und Herren, wir werden es auch nicht tun. Die zuvor genannten Erkenntnisse sind das Ergebnis einer professionellen und konsequenten Arbeit der hessischen Sicherheitsbehörden. Hierin zeigt sich einmal mehr, die hessischen Sicherheitsbehörden sind gut aufgestellt. Sie kommen ihrem gesetzlichen Auftrag umfassend nach. Sofern relevante Erkenntnisse gewonnen werden, findet ein Austausch von Informationen zwischen den Sicherheitsbehörden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen statt. Geeignete und erforderliche gefahrenabwehrrechtliche und repressive Maßnahmen werden konsequent umgesetzt. Ich finde, es ist kein kritikwürdiger Vorgang, den wir hier miteinander besprechen, sondern es ist etwas, wo die Sicherheitsbehörden im Lande Hessen sehr, sehr stolz darauf sein, dass sie einmal das Verfahren angestoßen haben, dass sie sich enorm eingesetzt haben im Kampf gegen die Rockerkriminalität in diesem Lande. Ich finde, wir sollten die hessischen Sicherheitsbehörden dafür beglückwünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Beuth. Das Wort hat die Frau Abg. Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, der Abg. Greilich hat Ihnen zwei Fragen gestellt, und ich glaube, es ist legitim und dem parlamentarischen Verfahren entsprechend, dass ich als Abgeordnete abgewartet habe, ob Sie diese zwei Fragen beantworten. Und das haben Sie nicht getan, Herr Minister. Das haben Sie schlicht nicht getan. Und ich finde, dass der Sachverhalt, der der heutigen Aktuellen Stunde zugrunde liegt, ernst genug ist, weil es nämlich, Herr Kollege Schaus, um die Frage geht, ob hier das Parlament richtig informiert wurde und nichts Geringeres. Und deswegen ist es sehr legitim. Eine kleine Anfrage eines Kollegen auch zum Gegenstand einer Aktuellen Stunde zu machen. Und wir reden hier über eine rockerähnliche Kriminalität der Osmanen Germania, die im April 2015 ja mal offiziell als Boxclub gegründet wurden, einen rasanten Wachstum hinlegen, über rund 20 Chapter mittlerweile in der Bundesrepublik verfügen und in Hessen sehr große Relevanz gegeben ist. Und wir wissen das, und ich benenne meine Quellen heute aus guten Gründen. Ich habe mich und beziehe mich in meiner Rede auf einen Fachartikel von Dr. Dorothee Dienstbühl und Jacqueline Chachodarian und der Beantwortung der Kleinen Anfrage durch die Landesregierung des Kollegen Greilich, das ist 19-5783, und einer Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Linkspartei aus dem Deutschen Bundestag vom 19.05.2017, Herr Kollege Schaus, 18-12-452, die nämlich ganz interessante Kenntnisse haben. Und da wird nämlich die Frage schon relevant,
Was hat denn der Minister dem Parlament hier wahrheitsgemäß gesagt und was nicht? Weil nämlich bereits in der Beantwortung der Kleinen Anfrage durch die Bundesregierung Hinweise auf die Durchsuchungsmaßnahmen in Darmstadt und auch Waffenfunde vorhanden sind. Und wenn ich dann die Antwort sehe auf die Frage 10 in der Kleinen Anfrage, und hier wird einfach gesagt, dass Erkenntnisse, dass der Osman Germania BC mithilfe eines Netzwerks von Mitarbeitern des MIT und Politikern der AKP mit Schusswaffen versorgt werden sollen, liegen nicht vor, sind eben Fragen angemessen. Stimmt denn die Beantwortung dieser Anfrage tatsächlich noch vor all diesen Hintergründen, Herr Minister? Und diese Antwort haben wir uns heute erhofft in der Aktuellen Stunde, und diese Antwort haben Sie nicht gegeben. Und es obliegt aber Ihrer Verantwortung, Herr Innenminister, gerade zu diesem sehr wichtigen Bereich, im Bereich der organisierten Kriminalität, meine Damen und Herren, bitte, das Wort hat die Kollegin Faeser. Danke schön. Ich fange auch gerne noch einmal an. Es ist Ihre Verantwortung, Herr Innenminister, zu den relevanten Fragen in der organisierten Kriminalität hier dem Parlament auch die richtigen Auskünfte zu geben. Und deshalb war es so wichtig, das hier zu thematisieren. Und wenn vor kurzem Frontal 21 einen Bericht hat, in dem dies genau berichtet wird, dass nämlich Schusswaffengebrauch gefunden wurde bei Durchsuchung, dann sind das öffentliche Tatsachen. Es geht hier überhaupt nicht um Inhalte eines laufenden Ermittlungsverfahrens. Es geht um Tatsachen, die öffentlich im Fernsehen und in der Presse stehen. Und genau dazu haben wir als Parlament ein Auskunftsrecht durch den Innenminister, und dem ist er nicht nachgekommen. Und deshalb fordere ich Sie noch einmal auf, Herr Innenminister, Sie haben ja jetzt die Gelegenheit, nach meiner Rede noch einmal reinzugehen und zu diesem Punkt etwas zu sagen. Ja, na klar. Na klar. Also, Herr Kollege Reif, die Landesregierung hat jederzeit das Recht, hier zu reden, und das kann sie gerne jetzt nach meiner Rede tun. Und ich schließe die zweite Frage auch noch einmal an, weil, Herr Innenminister, Sie haben sich ja bemüht, diese zweite Frage so ein bisschen doch zu beantworten, nämlich die Frage nach der politischen Einflussnahme und den politischen Kontakten zwischen Osman Germania, der MIT, der UETD und auch der AKP. Und da haben Sie es so ein bisschen, ich will mal sagen, vorsichtig sich vorbeigehuschelt, indem Sie gesagt haben, jawohl, es ist Bestandteil von laufenden Ermittlungsverfahren. Aber auf die Frage, inwiefern dort politische Einflussnahme genommen wird, haben Sie das Parlament hier heute wieder nicht informiert. Und deshalb fordern wir Sie auf, informieren Sie das Parlament ausreichend zu beiden Fragen, die Ihnen hier gestellt wurden, zur politischen Einflussnahme und politischen Kontakten und zum Schusswaffenfund im Bereich der Osmania Germania. Ich glaube, wir sollten uns als Parlamentarier bei diesem Thema wirklich nicht aufs Spielchen einlassen, sondern in der Tat seriös etwas beantworten, worum es hier geht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist, meine Damen und Herren, bitte, wir waren uns doch einmal einig, dass wir so gewisse Äußerungen, emotionale Dinge unterlassen. Es steht jedem frei, sich zu melden. Es steht aber auch jedem frei, in einer Demokratie sich nicht zu melden, meine Damen und Herren. Da will ich mal darauf hinweisen. Und es ist alles korrekt. Und ich will auch mal darauf hinweisen, natürlich haben wir eine gewisse Ordnung, wie das einigermaßen läuft. Aber es hat auch schon Fälle gegeben, dass sich Mitglieder der Landesregierung während der Aktuellen Stunde dazwischen gemeldet haben. Also nur damit wir da klar sind, das ist, ja, aber da braucht man nicht so klatschen. Das gilt für alle Seiten. Das gilt für alle Seiten, weil ich auch schon wieder so etwas hoch jetzt bekommen habe, meine Damen und Herren. Hier oben wird jeder gleich behandelt. Ja, auch wenn der Leiter der Staatskanzlei dazwischen ruft, gleich schlecht. Dann, ja, wir nehmen doch alles humorvoll auf.
Und auch wenn da geklatscht wird, wir sind nicht nachtragend, aber wir merken uns, wer was gesagt hat. Auch das ist klar. Diese Aktuelle Stunde ist nun beendet.